Hallo und herzlich willkommen zu Doors Paradox. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag ein kleines Rätselspiel zu spielen und euch vorzustellen hier auf YouTube. Ja, das ist so praktisch mein Kalender zum Sommer, weil ich freue mich schon so dermaßen auf die warme Jahreszeit, dass wir jetzt jeden Tag bis zum Sommer hin ein Rätselspiel spielen werden, solange wie es uns Doors zur Verfügung stellt. Ja, legen wir einfach mal direkt los. So, hier sehen wir unser Menü. Hier sind unsere Rätsel. Also wir können auch wirklich immer nur ein Rätsel lösen und die sind unheimlich schön gemacht, das kann ich euch sagen. Wir kommen dann erst weiter, wenn wir das eine Rätsel hier gelöst haben. Hier oben seht ihr auch zwei Dinge. Da können wir hier so eine, in dem Rätsel, so eine Punkte sammeln oder Diamanten oder was das sind. Und zwar gibt es hier, das ist hier das erste Rätsel, hier gibt das dann das zweite Rätsel, also das ist das Erwachen. Das hat auch so eine kleine Geschichte hier, jedes Rätsel. Hier sind wir dann der Ursprung und ganz zum Schluss der Paradox. In dem ersten Kapitel, das Erwachen, gibt es also 20 blaue Diamanten und 20 rote Diamanten. Und ja, hier sehen wir ja, das Rätsel hat aber 22, im ersten Kapitel 22 Folgen. Aber hier seht ihr auch, die letzten beiden Folgen haben diese Diamantenpunkte hier oben nicht mehr. Und hier, dieses Rätsel können wir aber auch nur entsperren, wenn wir alle Edelsteine, also ich habe Diamanten gesagt, das sind Edelsteine, wenn wir alle Edelsteine gefunden haben. Ja, also müssen wir einerseits hier ein wunderbares Rätsel lösen und andererseits auch zusehen, dass wir alle, jetzt will ich schon wieder Diamanten sagen, Edelsteine finden. Ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Diese Folgen werden auch, je nachdem, wie ich beim Rätsel durchkomme, relativ kurz tatsächlich sein. Es kann auch sein, dass mal ein Rätsel so schnell geht, dass vielleicht ein, zwei Minuten nur das Video existiert, aber dafür kommt es täglich, auch am Wochenende. So, schauen wir uns das einmal an. Erste Schritte zum Einzoomen auf die Blume klicken. Also wir kommen jetzt hier auf so ein kleines Tutorial und ihr seht schon, es ist unglaublich schön gestaltet und auch die Rätsel unglaublich schön. Also ich hatte das Spiel schon einmal privat gespielt, aber nicht komplett durch. Also die ersten, ich sag mal, die bis zu den ersten fünf Rätsel habe ich schon mal gespielt. So. Den Topf drehen. So, dann drehen wir mal den Topf. Das Objekt nehmen. Gut, da haben wir jetzt einen Haken bekommen. Rechtsklicke zum Herauszoomen. Jetzt wischen, um sich umzusehen. So, dann können wir hier auch hinter dieses Objekt einmal gucken. Greife auf den Türgriff. Hier. So, da haben wir den Türknauf. Hier unten wäre dann auch noch eine Option, dass man sich irgendwie was zeigen lässt. Hier sehen wir auch schon, hier ist so ein Edelstein. Den nehmen wir natürlich mit. Da müssen wir hier noch einen blauen Edelstein finden. Wir zoomen mal wieder raus. Sieh dich alleine um. Okay, das war es dann auch schon mit dem Tutorial. So, dann zoomen wir uns hier mal rein. Ich gucke erstmal nach den Edelsteinen. Wische über das Schloss. Okay, das Tutorial ist doch noch nicht vorbei. Gut, hier bekommen wir jetzt ein Kleeblatt. Und hier ist noch eine Notiz.
Meine Güte, du hattest einen schweren Unfall. Bitte folge mir. Und das hier ist so die kleine Geschichte. Die finden wir in den Rätseln immer anhand dieser Notiz von dieser Katze. Die Katze werden wir auch immer finden in jedem Rätsel. So, dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Zieh am Strick. Oh, damit haben wir jetzt eine Vase hier runtergeschmissen. Klicke auf die zerbrochene Vase. Entferne die Vasenstücke. Ja, da haben wir einen Schlüssel gefunden. Okay. So. Dann zoomen wir uns hier mal wieder raus. Ziehe ein Objekt, um es zu nutzen. Also hier wird wahrscheinlich das Kleeblatt reinpassen. Okay, hier sehen wir jetzt schon, hier wird der Schlüssel reinpassen, mit dem werden wir aber noch nichts anfangen können, weil hier diese Haken verbunden werden müssen. Dann brauchen wir hierfür hier unten aber noch ein Teil, beziehungsweise hier kommt der Türknauf hin. Mit dem können wir aber noch nichts anfangen, weil hier noch der Haken fehlt. So, dann gucken wir nochmal hier hinter. Schauen uns auch hier nochmal um. Ziehe das Objekt, um es zu nutzen. Ja, dann passt hier jetzt ein Schlüssel rein. Upsala. So. Und damit haben wir hier erstmal diesen blauen Edelstein. Dann haben wir den roten und den blauen und die Notiz gefunden. So, hier haben wir das nächste Objekt, den Haken. Und damit können wir das erste Rätsel abschließen. So, das kommt dann hier rein. Wir benutzen den Türknauf. So, damit hat sich jetzt die Tür geöffnet. Klicke auf die Tür, um sie zu öffnen. Und das ist dann auch immer das Ende eines Rätsels. Wird uns jetzt nämlich die Katze zum nächsten Rätsel begleiten. Ja, Level 1 abgeschlossen. So, dann wird uns das hier auch angezeigt, dass wir hier in diesem Rätsel alles gefunden haben. Und das Märchen ist unser nächstes Kapitel für den nächsten Tag. Das war heute die Folge mit Doors. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.